So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Es ist Dienstagmorgen. Es ist kurz vor 8. Und ich bin zu Hause. Was heißt zu Hause? Ich schlafe seit 2 Tagen im Truck und warte auf den Trip. Also ich weiß gar nicht, was los ist irgendwie gerade. Also Freitag war es so. Also es wird jetzt so ein bisschen viel Laber-Video. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Ich möchte mal das erste Mal dieses Jahr mal wieder zur Beach fahren und gucken, was da so los ist, weil ich da so gerne bin. Also, Freitag hatte ich das letzte Mal, glaube ich, gefilmt. Ah ja, genau, das war das mitten in der Nacht da anliefern, dann morgens um 3 oder um 4. Danach habe ich einen Anruf bekommen vom Büro, dass ich doch den LKW wieder tauschen soll, also bei Penske in Moncton. Und dann habe ich da den Truck getauscht und habe den International wieder bekommen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das war der Truck ohne Nummernschild. Der hatte da ein Nummernschild. Und dann bin ich mit diesem Truck nach Hause gefahren oder zur Firma zurückgefahren. Und dieser Truck, das ist quasi der gleiche International, den ich habe, nur ohne Verkleidung, also ohne Plastik drumherum, auch von außen. Und von innen, anstatt Schranktüren, hat er so Netze, so, also das billigste Ausstattung. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall bin ich ins Büro rein und dann habe ich so gesagt, ich sage, und? Mit was fahre ich nächste Woche? Und dann guckt sie mich so an, so. Ah, mit dem International. Ist er echt jetzt? Ich sage, das ist ein Nahverkehrsauto mit Bett drin. Mehr ist das gar nicht. Da ist ein Kühlschrank drin und so, aber naja. Ist halt das günstigste, was du halt so fahren kannst. Hätte ich auch gemacht. Ist ja nicht schlimm. Dann habe ich dann gesagt, komm, Jungs, ich wollte Sonntag wieder raus. Nee, dann sagte er so, wann wolltest du denn raus? Montag? Und dann denke ich mir so, warum fragt der Mond für Montag? Der weiß doch ganz genau, dass ich sonntags rausfahre. Und denke mir schon so, das Yard war voll eben, voller LKWs. Du hast auf der Straße nicht so viele gesehen diese Woche. Es wird wohl eher ruhig sein. Und jetzt ist gerade die Zeit da, wo die Fischersaison anfängt. Und in der Zeit ist so ein paar Wochen oder so, ja, ein paar Wochen ist dann so Ruhe hier, ne? Weil ich denke mal, dass das der Grund ist, warum ich halt noch zu Hause bin. Des Weiteren wurde mehr gesteckt, dass wir jetzt neue Trucks kriegen und dass ich irgendwie vielleicht einen neuen kriege. Und dann wurde mir gesagt am Freitag, ja, habe ich natürlich gefragt, was mit meinem Truck ist. Und dann haben die gesagt, ja, wissen wir nicht. Ich sage, ja, super. Ich sage, ich glaube nicht, dass ich den wieder kriege. Ich möchte gerne den Truck, wenn ich das nächste Mal raushaare, halte ich am Truck an. Das will ich schon seit ein paar Wochen machen. Dann möchte ich ganz gerne anhalten und dann möchte ich da meine Sachen rausholen. Und dann werden die immer leicht nervös, wenn man sagt, dass man die Sachen aus dem Truck rausholen will. Dann denken die immer, dass man einen verlässt. Aber ja, ist ja egal. Auf jeden Fall bin ich dann Freitag ins Hotel gegangen. Da gibt es auch gleich noch was zu erzählen. Oh, ich habe heute viel zu erzählen. Hört ihr mir zu? und dann habe ich, wenn ich sonntags raushaare, kriege ich freitags normalerweise den Trip zugesendet. Habe ich dann nicht gekriegt. Also bestätigte sich meine Vorahnung. Wir fahren hier rechts. Und dann habe ich dann Samstag den Disponenten angerufen, der halt samstags und sonntags da ist. Und dann habe ich gesagt, und? Wie sieht's aus? Ja, morgen? Mhm. Ja, ja, okay, ja, Ja, ich rufe dich an, wenn ich was hab. Heißt übersetzt, ich habe nichts und bitte ruf mich nicht an. Ah ja, okay, alles klar. Dann lassen wir das. Ich meine, es ist ja okay so. Ich bin ja gerne zu Hause, habe ich schon mal gesagt. Nur momentan, ich kann nichts planen halt, ne? Ich kann nicht irgendwie sagen, ich gehe jetzt noch ein paar Tage ins Hotel oder sonst was. Ich schlafe halt im Truck halt und warte halt auf den Trip und das ist halt ein bisschen doof. Aber gut, ich werde nachher wahrscheinlich mal im Büro mal aufkreuzen und dann mal fragen, wie der Plan denn so aussieht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann noch am Wochenende was ganz Schreckliches erlebt. Ich habe ja, wie gesagt, mein Auto seit 2, 3 Wochen. Bin übrigens super glücklich mit meinem Auto. Wir sind super glücklich miteinander. Es hat gefunkt.
Ja, und da werde ich dann gleich noch ein Bild einblenden. Oder jetzt? Und zwar bin ich Sonntagmorgen vom Frühstück wiedergekommen, wollte auschecken und dann habe ich gesehen, dass mir einer in eine Karre gefahren ist und dass er da abgehauen ist. Finde ich natürlich ein bisschen bescheuert, aber gut. Ich bin dann zum Hotelmanager gegangen und habe gesagt, ich sage, wie sieht's aus? Ich hatte sowas noch nie gehabt in Kanada. Und dann habe ich so gesagt, ich sage, was macht man jetzt? Ja, wir haben auf dem Parkplatz Kameras. Gut, alles klar, was muss ich jetzt machen? Gibst du mir die Kamera, die Aufnahmen mit oder was machen wir? Und dann sagt er so, nee, du musst zur Polizei gehen und dann musst du mit denen halt darüber sprechen, musst das melden, musst den Fotos geben und dann setzen die sich mit uns in Verbindung und dann wird das geklärt. Ja gut, alles klar, super. Aber ich sitze halt so, ist aber auch heiß hier. Mann. Controls. Ausmachen hier. Ja, und dann bin ich zur Polizei gegangen und habe denen das erzählt und die Polizei hat gesagt, okay, alles klar, du kriegst jetzt hier so eine Fallnummer, Aktennummer, Aktenzeichen, egal. Auf jeden Fall ist das eine Nummer, wo die halt wissen, aha, Philipp, da ist einer in eine Karre gefahren, bei dem und dem Hotel und da gibt es Videoaufnahmen. So. Und dann sagt er, ich gebe dir jetzt die Nummer und dann rufst du dann morgen bei deiner Versicherung an und die rufen bei uns an. Ja, okay, machen wir so. Ich sage, und dann wird dann der Typ gesucht? Oder die Frau? Ja, wird dann gesucht. Ja, gut, alles klar. Ja, gut, dann machen wir das so. Dann habe ich gestern bei der Versicherung angerufen, gar kein Problem, habe dem die Nummer gegeben, alles gut. Dann haben sie mir noch eine E-Mail-Adresse gegeben, wo ich Fotos schicken sollte. Und das soll wohl jetzt irgendwie laufen, weil ich will, dass die Macke wegkommt. Ne? Dafür ist mir das Auto ein bisschen zu wertvoll und zu neu. Ne? Aber ist ja immer so. Ja, zu meinem Job gibt es weiter zu sagen. Also ich habe dann gestern Montag habe ich dann nicht viel gemacht. Ich habe dann einfach so, ich war kurz im Büro. Ach genau, ich hatte meine GoPro in dem anderen Truck vergessen, den ich da bei Penske abgegeben habe am Freitag. Und dann war da ein Fahrer und dann hat jemand gesehen, dass da eine Kamera drin ist und hat die dann dem mitgegeben. Also die Kamera war gestern im Büro. Und dann bin ich gestern im Büro rein, um zu fragen, ob die da anrufen können oder ob ich mich darum kümmern soll. Und dann war es da auch ziemlich ruhig. So, heute bin ich ja, wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, ich bin auf dem Weg zur Beach. Ich habe mal wieder richtig Bock, ein bisschen laufen zu gehen. Ich habe zwar jetzt nur Sneakers an. Ich kann mir jetzt auch gerade nicht so vorstellen, dass es da, weiß ich was, viel zu laufen gibt. Dementsprechend habe ich die Kameras mitgenommen. Ich zeige euch da ein bisschen rum. Wenn es jetzt nicht zugänglich ist, dann werde ich was anderes machen. Ich will auf jeden Fall Donnerstag ein Video machen. Und ich habe mir überlegt, ich habe schon lange kein Video mehr gebracht, dass ich mal hier auf der Insel rumjuckel. Und das mache ich jetzt einfach. Es sind 4 Grad, es ist der 2. Mai. Es ist ein bisschen ungemütlich. Heute Nacht war die Brücke, glaube ich, auch gesperrt, weil es war sehr, sehr windig. Also laut App war die Brücke zum Festland gesperrt. Und es war auch, ich habe zwischendurch beim Schlafen auch gemerkt, es wird ziemlich unruhig. Und ja, wie gesagt, heute ist es auch ein bisschen windig. Meine dicke Jacke habe ich, glaube ich, noch im Kofferraum. Hoffentlich. Sonntag war es auch noch drin. Aber gut, ja, so ist es halt, ne? Auto kaputt, Auto neu, Auto kaputt, Truck vielleicht neu, vielleicht nicht neu, Trip vielleicht, vielleicht nicht. Ich weiß gar nicht, was diese Woche noch so passiert. Dementsprechend wollte ich heute einfach mal so ein kleines Video bringen, ne? Okay, ich würde sagen, ich melde mich später wieder.
Ja, das mit der Beach war mal nichts, da wurden wir noch gesperrt. Jetzt bin ich hier in Charlottetown, Downtown, hier war ich schon öfters. Habe ja schon öfters gefilmt, glaube ich. Und ich werde gleich noch zum Bekannten rüberfahren, der hat ja hier ein deutsches Restaurant. Ich bin eben dann hergefahren, habe gesehen, dass er ein Restaurant ist. Ein Restaurant. Und da werde ich dann eben einen Kaffee trinken. Kriege ich Zeit schon rum hier. Ja, hier war ich schon. Die Schale dann zu Ende. Nein, ist nicht. Da hinten steht ein Pott. Ich werde hier noch speziell machen, da so drumherum und dann da hinten so und dann komme ich dann wieder und ach ja, ist das schön. So. Wer ist denn das Vieh? Meine Brille nicht auf. Ja, heute ist Dienstag, wie gesagt, ich werde da morgen noch ein bisschen was filmen. Mal gucken, was sich heute so ergibt noch. Kann auch sein, dass sich noch was ergibt. Fahr ja mal Montreal und zurück diese Woche. Weiß ich nicht, mal gucken. Oder fahren wir das Wochenende raus. Wenn ich nächste Woche wieder komme, dann mache ich dann halt länger das Wochenende. Ich weiß es nicht. Es nervt auf jeden Fall, dass man nichts planen kann halt, ne? Das ist so. Es ist Wartezeit im Grunde genommen, ne? So finde ich. Aber ist egal. Das ist halt der Job, ne? So. Hier noch ein bisschen laufen, dann werde ich dann mal hier zu Axel rüber. Der hat leckere Sachen. Wenn ihr mal in Charlottetown seid, zufällig, dann geht da mal hin und frühstückt da mal. Voll geil. Für mich gerade nicht. Aber für euch, die schlank sind, die nicht abnehmen brauchen. Die können da hingehen. Der ist so Schweizer Kuchen. Oh, Alter, schön, ist das geil. Bisschen teurer, aber geil. Der Kaffee kommt aus der Maschine. Letztens habe ich ihm gesagt. Ist ja dein Kaffee scheiße. war ein Fehler. Aber ist egal. Wer ist das nicht mehr gewohnt, dass man als Deutscher halt direkt da ist? So erlebt er ein paar Jahre länger. Egal, ich melde mich später. So, Beach war heute geschlossen. Bin hier zurückgefahren. Und mich nur eingekauft und sowas alles. Und dann rief er immer das Büro an. Und sagte, du hast du heute eigentlich angeliefert? Weil die mich ja nicht tracken können, weil ich ja Mietrack fahre. Ich sag, was soll ich heute anliefern? Ja, da war doch ein Trip für dich Sonntag. Nein, ich bin nicht losgefahren. Das hat mein Dispatcher hat mir gesagt, der Wochenenddispatcher hat gesagt, dass er mich anrufen wird. Das hat er bis heute nicht gemacht. Ach so, ja gut. Ja, also du brauchst jetzt einen neuen Truck. Mhm. Ja, aber du musst nochmal mit dem Mietrack losfahren. Ja, okay. Ja, okay. Wolltest du diese Woche noch rausfahren? Das kann ich machen, klar. Ja gut, alles klar, dann machen wir das so. Dann schicke ich dir gleich einen Trip los. Zu. So, morgen geht's los. Ne? Morgen fahre ich nach New Jersey. Alles Weitere kommt morgen. Und jetzt hier so eine APU, ne? Hier, das ist übrigens hier, ne? Der Knaller. Das Gerät ohne Nummernschild, jetzt mit Nummernschild. Mit dem fahre ich diese Woche. Und das ist eine APU, wenn sie läuft. Mal gucken, wer morgen Abend lauter ist. Die Kühlmaschine oder, ne? Die APU. Okay, ich würde sagen, bis morgen. Ich wollte heute morgen losfahren, ne? So. Musste ich einen Trailer von der Pommesbude holen. Und dann bin ich so gegen 10 ins Büro. Aber so gesagt, ich sage, wann ist denn der fertig? Ja, wir rufen da gerade mal an. Ja gut, da ist er.
ja, der ist in eine Stunde bis anderthalb Stunden fertig. Also 11:30, 12. Wenn wir so um 12 fahren wir dahin, ne? So, dann bist du um 12:30 da, dann soll er wohl fertig sein. Nein, ich hab doch noch 2 Stunden an der Rampe gestanden. Jetzt ist aber fertig. So. Ich fahre jetzt gleich noch bis Main, da wo mein Truck steht. Also wo der Truck steht. Nicht mein Truck. Ich bezeichne den gerade nicht als mein Truck. Außer wenn ich wiederkriege und er ist lieb zu mir. Oder ich. Ja, ist egal. Auf jeden Fall. Eben hier auf dem Weg hierhin fahre ich so und denke so, boah, was ist da für ein langsames Wohnmobil vor mir? Was ist ein Deutscher? Und die sind ja begrenzt da, ne? Also hier, wisst ihr ja. Boah, das war wie früher mit dem Mofas auf der Landstraße. Ging so leicht bergab. Ich war ein bisschen zügig unterwegs und da denke ich so, was ist das denn? Unimog als Wohnmobil. Ja, die kommen jetzt auch wieder, ne? Urlaubszeit. Lassen also ihr Wohnmobil verschiffen. So, ja, ich, wie gesagt, ich fahre jetzt noch nach Main. Ich glaube, ich habe noch so 2 Stunden vor mir. Morgen früh räume ich dann die Klamotten aus dem Truck raus. Und dann, von da aus habe ich dann nur 800 Kilometer. Ich muss Freitagmorgen um 6 abladen. Wenn ich morgen früh um 8 Uhr da wegkomme oder um 9, 10 Stunden später bin ich da. Also 18, 19 Uhr bin ich sowieso da. Dann lade ich morgens aus und dann gucken wir mal weiter. Weil ich ja Freitagabend schon wieder in Kanada. Wir schauen mal. So, ach ja, ich wollte fahren, ne? Überall dieser tolle Name. Er ist ja nie negativ gemeint. So, ich bin gestern hier angekommen. Wollte da mein Zeug aus dem Truck holen. Und ja, ich erzähle es jetzt am besten spannungsmäßig. Und auf dem Weg hierhin, ich habe die Grenze überquert und dann rief dann der Disponent an, der nachts da ist, und sagt zu mir: Du Philipp, dein Truck ist fertig. Und ich frage so: Wie, mein Truck ist fertig? Welcher Truck? Naja, da wo du jetzt hinfährst, du wolltest doch dein Zeug da rausholen. Ach so, ja. Ja, gut. Und dann habe ich gestern den Penske-Truck ausgeräumt. Und? Es ist unglaublich, aber wahr. Aber mein Truck ist heile. Der Truck ist heile. Ist repariert. Dann bin ich gestern hier am Hof. Hab dann. Ja, immer locht auch schon wieder, ne? Er lädt gerade die Batterien. Weil ich ja heute Nacht drin geschlafen habe. Ach ja, genau. Wollte ich auch noch sagen. Und ja, dann dachte ich mir so: Ach komm, fährst da hin, da kommst du gegen 8:45 an, dann pennst du noch in deinem hier International-Scheißding da. Und dann räumst du morgen früh um. Dann denke ich drüber nach so. Und dann sah ich einfach mal,
Dann bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich gesagt habe, komm hier, der International hat eine scheiß Matratze, hat der andere bei Bike auch gehabt. Also die Matratzen im International sind der letzte Dreck. Ich habe damals mein International neu gekriegt und nach 2 Monaten oder nach 1 Monat, weiß ich nicht, ich habe es nicht gezählt, kamen die Federn so durch. Und dann habe ich so eine Schaumstoffauflage da reingelegt, dann ging's. Dieser Trag hat das gleiche Problem und da war das auch so. Da kamen die Federn durch. Da habe ich immer so meine Bettdecke so unter mich gelegt, damit ich da überhaupt drin pennen konnte. Das ist schrecklich. Und da dachte ich mir so, pennst du jetzt noch drin? Und da denke ich mir so, der Cascadia hat so eine geile Matratze da drin. Hat er wirklich, ne? Also man denkt wirklich, man pennt da im Hotel oder so. Also, oder zu Hause oder wie auch immer. Bei mir sage ich Hotel. Ja, und dann habe ich da gestern noch 2 Stunden umgeräumt und dann funktionieren die Steckdosen hinten nicht in der Bank hier, in meiner Wohnung. Funktioniert nicht. Und dann, warte mal, ich gehe mal gerade hier hinter. Hört sich gut an. Und dann habe ich ihn da umgeräumt 2 Stunden und dann habe ich die Gardinen zugemacht, habe dann innen drin noch alles umgeräumt, weil ist ja so, jetzt quasi so nach den Wochen hat sich immer mehr angesammelt in den Mietrucks, was ich so mitgenommen habe. Und ich wusste ja gar nicht mehr, was hier noch alles so drin ist. Es ist ziemlich voll. Muss ich die Hängeschränke aufmachen und die neu, ne, ordnen und so. Ist jetzt okay? Und dann ist gut. Ach ja, Steckdosen. Ja, Steckdosen funktionieren nicht. Und dann war der Mechaniker war dann dabei, das noch zu reparieren um 9:30 und kriegt es nicht hin und ich denke so, vielleicht ist der Inverter, vielleicht musst du den resetten, ne? Also da gibt es einen Knopf. Und dann war der Mechaniker drin und der Inverter ist ja in einem Seitenfach draußen und dann drücke ich so. Und dann sagt auf einmal der Typ so drin, egal was du gerade gemacht hast, mach das doch mal. Nochmal gedrückt, es funktioniert. Gut, alles klar. Das Problem ist jetzt auch erledigt. Dann war die Kühlschranktür rausgefallen, glaube ein paar Tage bevor ich hingekommen bin. Haben sie nicht repariert. Muss ich dann nächste Woche, wenn ich zu Hause bin, muss ich den dann. Oder sollen die den hinbringen oder wie auch immer? Ah ja, genau. Ich habe nächste Woche langes Wochenende, weil ich ja gestern rausgefahren bin. Also ich bleibe jetzt draußen bis nächste Woche Mittwoch ungefähr. Und dann haben mich gefragt, ob ich. Vorgestern haben sie mich angerufen, gefragt, kannst du diese Woche noch rausfahren oder willst du noch rausfahren? Ich sage ja, aber ich möchte am Wochenende ja zu Hause sein, weil ich ja Pläne habe. Ja, genau. Und dann rief er vorgestern an und sagt zu mir, ja, wenn du diese Woche noch rausfährst, dann hast du nächste Woche ein langes Wochenende, wenn du ja da bist. Ja gut, alles klar. So, ich habe jetzt noch 47 Kilometer von mir. Die werde ich gleich mal so abspulen, dann werde ich mal testen, ob die Diva läuft. Drückt mir die Daumen, dass es läuft und jetzt möchte ich auch das Video beenden, weil heute ist Donnerstag und ich muss das jetzt fertig machen und dann muss ich das hochladen, damit ihr was zu gucken habt. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, Talk, Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren, Facebook, Kanadraka Philipp. Ich komme wieder, keine Frage und ja, viel Spaß, schönen Donnerstag und ich bin happy, ich bin eine ganze Person. Tschüss.